Was war Ihr Studiendesign? Ich habe quantitativ geforscht. Mhm. Und wie kam es zu der Entscheidung, quantitativ? Ich wollte Zusammenhänge tatsächlich errechnen, also herausfinden, wie die beiden Konstrukte zusammenhängen, welche Korrelationen also es gibt. Also zwei Konstrukte? Mitarbeiterinnenbindung und neue Organisationsformen, genau. Naja, nach einer eingehenden Definitionsphase, wenn ich mich natürlich primär damit beschäftigt habe, diese beiden Themen jetzt zusammenzubringen, sprich das Thema E-Learning und das Thema Augmented Reality, habe ich dann eine Problemstellung identifiziert und aufgrund dieser Problemstellung dann drei Hypothesen generiert. Mhm. Und wenn es dann einmal in diese Richtung geht, dann ist das Experiment eine Wahl, die man hat, mhm, und habe mich dann dazu entschieden, das Experiment durchzuführen, um eben meine Hypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen. Ich habe im Rahmen einer Schreibtischstudie die Websites genauer analysiert. Diese habe ich komplett heruntergeladen und anschließend dann mit einem Skript auf bestimmte Suchbegriffe bzw. Termini untersucht bzw. analysiert. Warum haben Sie sich genau dafür entschieden, Webseiten zu analysieren? Also prinzipiell ist mir auf verschiedenen Webseiten schon aufgefallen, dass es dort Diskrepanzen zwischen den eingesetzten Formen geschlechtergerechter Sprache gibt. Und die Websites sind meiner Meinung nach auch eine Werbung für die Fachhochschulen. Und diese Werbung muss natürlich dann auch alle Personen ansprechen. Und in erster Linie ist das ja die erste Form des Kontakts zwischen interessierten Personen und den Fachhochschulen beispielsweise. Wir haben dazu qualitatives Studiendesign angewandt. Ich habe eine qualitative Erhebung gemacht in Form von Interviews. So, mein Studiendesign waren Interviews, Expertinnen-Interviews. Studienteilnehmerinnen sind die Frauen, die Teilzeit arbeiten. Ich werde qualitativ arbeiten, und zwar mit biografisch-narrativen Interviews mit eben Minderheiten quasi, die in der Polizei arbeiten, oder sozial marginalisierte, könnte man auch sagen, weil es mir darum geht, über die Berufsbiografie den Zugang zu haben zu ihren Erfahrungen, was das Thema Ungleichheit, Diskriminierung angeht, aber auch die Einstellungen zu den Themen Diskriminierung, Gleichstellung, Diversity und dergleichen. Werde aber auch so genannte Leitfadeninterviews auch führen mit quasi Expertinnen in der Polizeiorganisation, um auch diese Perspektive mitzubekommen, nicht nur der Betroffenen, sondern auch der Organisation. Genau, deswegen wird es Expertinnen-Interviews geben, zum Beispiel mit Gleichstellungsbeauftragten oder Diversity-Beauftragten. Und wie kam es dazu, dass Sie sich genau für dieses qualitative Studiendesign entschieden haben? Ich wollte in die Tiefe gehen, ich wollte Erfahrungsberichte von Schülerinnen und Schülern sammeln zu dieser Situation, und da hat sich am besten dieses Forschungsdesign geeignet. Hätten Sie ja eigentlich auch quantitativ ja auch die Schülerinnen und Schüler befragen können, warum dann diese leitfadengestützten Interviews? Das stimmt, aber durch die State-of-the-Art-Recherche hat sich herauskristallisiert, dass es schon mehrere Erhebungen im quantitativen Bereich gab und ich mich ja dann doch mit einer bestimmten sozialen Gruppe auseinandergesetzt habe, wo natürlich auch der Zugang etwas schwieriger war, aufgrund dessen Studienergebnisse haben gezeigt, dass diese Gruppe schwerer erreichbar ist, und da war es einfach leichter, qualitativ direkt mit den Menschen in Kontakt zu treten, als eben dann quantitativ durch eine Online-Befragung. Zwar aus dem Grund, weil man wirklich die subjektive Wahrnehmung von den Menschen, mit denen wir dann in weiterer Folge geredet haben, wir haben das in Interviews abgebildet, die subjektive Wahrnehmung haben wollten. Ja, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen bietet sich das einfach an, wenn man explorativ arbeiten möchte, dass es noch nicht besonders viel gibt zu dem Thema. Das ist bei meinem Thema auf jeden Fall gegeben. Es gibt zwar international schon ein bisschen was, vor allem so zur Lage von Frauen in der Polizei, also von Polizistinnen. Zu den anderen beiden Gruppen gibt es sehr wenig, und auch speziell zu meiner Frage gibt es einfach wirklich sehr, sehr wenig. Und dementsprechend bietet sich das auch nochmal an. Ein anderer Grund, der da auch natürlich mit reinspielt, ist, ich finde, man kann mit qualitativen Forschungsmethoden, vor allem mit Interviews, einfach nochmal anders rangehen, auch vor allem in die Tiefe und auch mit Blick darauf. Das wäre so ein bisschen auch mein dritter Grund. Ja, das ist auch eine Gruppe, die nicht gerne redet. Das ist ja auch eine Organisation, die viel geheim hält, da auch vorsichtig ist. Was sagt man, ne? Wie wirkt man auch nach außen? Und da, glaube ich, ist einfach so ein qualitativer Zugang, vor allem so über das Biografische, glaube ich, ein ganz guter Moment, um einzusteigen und dann auch wirklich dann vielleicht dazu zu führen, dass sie sich dann auch ein bisschen wohler fühlen und dann auch mit mir sprechen. Genau. Ich glaube, man kann in das Thema tiefer gehen und man kann diese subjektive Einschätzung von den Leuten einholen und ja, das besser untersuchen, wie es eigentlich die Frauen wirklich geht und warum ist das so, dass viele zum Beispiel Frauen, auch wenn die Kinder schon groß sind, Teilzeit arbeiten. Was sind wirklich die Gründe? Wenn wir das quantitativ untersuchen, dann weiß ich, okay, es gibt jetzt Prozent der Frauen, die Teilzeit arbeiten, auch wenn die Kinder groß sind und alles, aber wenn ich die Gründe wissen möchte, dann brauche ich die qualitative Forschung.
Haben Sie ja auch irgendwelche bestimmten Tipps oder Empfehlungen, wie man das Studiendesign auswählt oder was man dabei beachten sollte? Ja, also in meinem Fall war es so, dass ich gleich sehr ins Detail gegangen bin. Und mein Tipp wäre, man sollte sich die verschiedenen Optionen erstmal lateral ein wenig anschauen und nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und dann eben auswählen, was gut passen könnte vom Studiendesign, von der Methodik her, und erst dann wirklich in die Tiefe gehen. Sonst verliert man einfach sehr viel Zeit auch bei einer Methode, die dann vielleicht im Schluss nicht funktioniert. Was ebenfalls für Studiendesign wichtig ist, das Studiendesign hängt viel von dem Thema ab und von der Forschungsfrage ab. Ich glaube, wichtig ist vorab, dass man sich die Frage stellt, möchte ich eine breite Masse dazu befragen, dann natürlich quantitativ arbeiten oder will ich wirklich speziell in ein Thema reingehen, will dazu subjektive Meinungen haben, dann auf alle Fälle qualitativ, weil ich nur so in die Tiefe gehen kann. Mhm.